Kennt ihr das? Ihr habt so richtig Bock auf so ein Spiel, was ihr früher mal gespielt habt, das ihr richtig schön in Erinnerung habt, an dem ihr richtig viel Spaß hattet, und dann legt ihr das Spiel nochmal ein und merkt so, irgendwie ist das ganz anders als in eurer Erinnerung. Willkommen mit diesen Worten im Jahre 1986 bei dem Spiel Action Fighter. Das Spiel wurde auf der 128 KB Cartridge ausgeliefert und es hatte keine Story. Es handelt sich um ein vertikal Shoot'em'up. Zur Grafik kann ich sagen, es ist eine wunderschöne Präsentationsgranate für das Master-System und seine Farbpalette zu dieser Zeit. Zum Sound. Selbst für den schwachen Soundchip des Master-Systems klingt dieses alles nach einem Leierkasten und geht überhaupt kein bisschen in Ordnung. Aber hört selbst. Kommen wir zu den Optionen. Es gibt keine. Weder ein Schwierigkeitsgrad, noch sonst irgendetwas, und für richtige Vertikalshooter-Liebhaber fehlt der Tape-Modus. Es gibt jedoch die Volksverarsche-Option, also ihr könnt zu zweit euch abwechselnd vergnügen. Sega war natürlich so dreist und schrieb auf die Rückseite der deutschen Verpackung für ein oder zwei Spieler. Kommen wir zum Spiel und der Steuerung. Das Spiel bietet für einen Shooter zu seiner Zeit eine enorme Abwechslung, da man regelmäßig zwischen drei Fahrzeugen wechselt. Dem Motorrad, das laut Sega das Hang-On-Motorrad darstellen soll, wie dem auch sei, dem Sportwagen und einem ungebauten fliegenden Sportwagen. In der Asset-Version gab es noch ein Heli sowie ein Buggy, welche in die Konsolenversion nicht implementiert wurden. Des Weiteren gibt es nicht die Möglichkeit, nach hinten zu schießen oder Schutzschilde zu nutzen, wie zum Beispiel in der drei Jahre später erschienenen C64-Version. Merkwürdig und sehr unvorteilhaft ist der blaue Balken oben und unten, welcher die bei Vertikalshootern bereits stark eingeschränkte Sicht noch mehr einschränkt. Es lässt sich auch keinerlei Sinn für diese Bildschirmbeschneidung erkennen. Glücklicherweise hat das Spiel keine Lebensbegrenzung. Man hat den Counter, welchen ihr am unteren rechten Rand sehen könnt, und ihr dürft so oft sterben, wie ihr wollt, solange ihr das Level schafft, bevor dieser Counter abgelaufen ist. Leider kommt in der Master System Version immer nach dem Sterben ein Ladebildschirm und ihr werdet ein kleines bisschen vor den Todespunkt zurückgeworfen. Dies klingt jetzt vielleicht nicht so schlimm, ist jedoch nervenraubend und macht die schon überdurchschnittlich schwere Master System Version für Hobbyzocker zum unlösbaren Spiel. Das Spiel bietet drei Waffen, einmal den normalen Schuss, zum Weiteren die Doppelraketen und im Flugmodus Bomben, welche in der Master System Version als Kugeln dargestellt werden. Die Master System Version umfasst vier Levels, welche sich optisch kaum unterscheiden, lediglich die Endgegner sind unterschiedlich. Das Spiel hat keine offiziellen Vorgänger oder Nachfolger. Kommen wir zur besten Version. Um es vorweg zu sagen, ist mein Gefühl, dass es sich um drei verschiedene Spiele handelt, welche sich so sehr vom Inhalt unterscheiden, dass ich folgende drei Gruppen unterscheide. Gruppe 1 ist die Asset-Version, welche sich völlig von allen anderen Versionen unterscheidet. Gruppe 2 ist die Master System-Version, welche sich auch völlig von den anderen Versionen unterscheidet. Und Gruppe 3 stellen die 1989er-Versionen dar. Optisch macht der Asset-Version keiner etwas vor. Vom Spiel an sich liegt die Amiga-Version jedoch klar vorne. Die zwei Jahre weitere Entwicklungszeit haben dem Spiel gut getan. Und nun ist es vom Schwierigkeitsgrad bei allen 1989er-Versionen, ja, da zähle ich die 1988 erschienene Amiga-Version mit rein, alles gut schaffbar. Man kann rückwärts schießen, gegnerischen Kugeln ist leichter auszuweichen, wenn man stirbt, folgt kein Ladebildschirm und man wird nicht zurückgeworfen. Und es gibt noch viele weitere Vorteile der Amiga-Version, die ich jetzt hier nicht aufzählen möchte, da es ja um die Master System-Version geht. Aber mein Fazit ist, ich empfehle definitiv die Amiga-Version. Kommen wir zum Schwierigkeitsgrad und der Quick-Save-Funktion. Also, eine Dauerfeuerfunktion ist unerlässlich. Für den Automat war es sicherlich lohnenswert, doch für die Heimkonsole unglaublich frustrierend. Der Schwierigkeitsgrad ist so enorm, dass ich trotz Quicksave, Turbo Auto Fire und Action Replay mit unendlich Zeit das Spiel nicht geschafft habe. Wo wir auch schon bei der Langzeitmotivation wären. Komischerweise probiert man es immer wieder, weil man immer wieder denkt, dass man doch mal ein Stückchen weiterkommen könnte. Die Pluspunkte von Action Fighter. Es herrscht Abwechslung durch die drei Fahrzeuge und die Grafik ist einfach Hammer. Wer diesmal genauer prüfen möchte, schaut doch bitte mal in Folge 4 ein, dort habe ich euch Satellite 7 präsentiert. Und vergleicht die Grafik mit dem Spiel oder mit den anderen Master System Spielen, die ich euch bis jetzt präsentiert habe. Kommen wir zu den Moments of Frustration. Wenn man in der Master System Version im Flugmodus, welcher der Hauptteil des Spiels in der Master System Version ist, stirbt, verliert man den Doppelraketenschuss und kann diesen erst wieder bekommen, wenn man auf dem Boden weiterspielt. Oftmals kann man kaum den gegnerischen Kugeln ausweichen und wird nach dem Ladebildschirm wieder an die gleiche frustrierende Stelle zurückgeworfen. Dass ich das Spiel trotz Quicksave, Dauerfeuer und Action Replay nicht geschafft habe, sollte euch zeigen, wie frustrierend schwer dieses Spiel ist. Und ich sende hiermit
hiermit mein tiefstes Beileid an all die vielen Controller, welche bei Action Fighter ihr Leben gelassen haben. Mein Fazit: Ich habe mich so sehr auf Action Fighter gefreut und musste nach vielen Jahren feststellen, dass diese Version leider nur ein Blender mit schicker Grafik ist. Mein Fazit: Finger weg von der Master System Variante, ich kann diese niemandem empfehlen. Ich blende euch jetzt noch den Action Replay Code für unendlich Zeit ein, den ihr unbedingt verwenden solltet, wenn ihr das Spiel spielt. Wünsche euch noch viel Spaß bei den anderen Versionen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Nobby präsentiert alle Master System Spiele, die jemals erschienen sind. Bis dann, euer Nobby.